Bruce hier, BB2K Airsoft Channel. Ja, heute geht es hier nicht um die SDF-12. Die habe ich euch schon gezeigt. Link packe ich euch hier oben rein. Heute geht es um das kleine Schnuckelchen, was hier oben drauf ist. Heute schauen wir uns mal dieses Rotpunkt an von der Firma Fiacci. Fiacci? Noch nie gehört? Ich ehrlich gesagt auch nicht, bevor ich die Mail von der Firma Fiacci erhalten habe, ob ich mal einen Review von dem Rotpunkt hier mache. Das ist das V30 und das Tolle ist, das ist eine Rotpunktgeschichte aus dem Real-Steel-Bereich. Das heißt, das Ding hält eine ganze Menge aus, kostet nur 57 Euro und hat wirklich ein rundum glücklich Paket. Also optimal auch für den Airsoft-Bereich. Ob es wirklich was taucht, das erfahrt ihr nachher, wenn das Review zu Ende ist. Viel, viel Spaß und Intro ab. Intro ist durch, da bin ich wieder. Und bevor ich jetzt mit dem Review anfange, wie immer an dieser Stelle erstmal einen herzlichen Dank an den Sponsor sozusagen von diesem Review. Und zwar geht der Dank raus an die Firma Fiacci, blende ich euch hier unten ein. Die haben mir nämlich das V30 kostenfrei zur Verfügung gestellt, damit ich euch das zeigen kann. Und ich denke mal, das euch zu zeigen, lohnt sich wirklich. Hat ja schon gesagt, der Preis hier nur 57 Euro. Das Ganze kommt aus dem Real-Steel-Bereich. Und wir haben hier einen Wahnsinns-Lieferumfang. Und ich würde sagen, Produktlinks packe ich euch in die Videobeschreibung. Und jetzt öffnen wir mal hier diese Kiste und dann zeige ich euch mal, was da alles drin ist. Der Karton ist euch natürlich schon aufgefallen. Das Rotpunkt kommt hier in diesem stabilen Kunststoffkistchen. Wenn ich das mal aufmache, ist das im Inneren auch schön mit Schaumstoff ausgelegt, sodass euch das Rotpunkt beim Transport nicht kaputt gehen kann. Aber ich kann euch gleich sagen, das Rotpunkt an sich ist auch stoßresistent, muss es ja auch sein, sodass es einiges aushält. Und gerade im Airsoft-Bereich ist das eine schöne Geschichte. Da seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dass euch hier so schnell nichts kaputt geht. Ja, und hier ist das V30 selber bereits schon mit einer hohen Montage ausgeliefert. Im Inneren ist schon eine CR2032 Batterie mit installiert und ihr bekommt sogar noch eine Batterie extra noch mit dazu. Das Tolle, wir haben hier nicht nur eine hohe Montage im Lieferumfang, sondern auch noch eine flache, sodass ihr hier entscheiden könnt, welches ihr benutzen möchtet. Dazu gibt es auch gleich ein passendes Werkzeug, um die Montagen zu ändern. Ein Werkzeug, um die Montagen an die Airsoft zu montieren. Dazu noch mal ein Satz Ersatzschrauben für die Montagen. Und damit euch das Objektiv nicht kaputt geht, geht es hier noch zwei Flip-Up-Cover. Die kommen auch noch mit dazu. Und richtig cool, wir haben sogar noch ein Killflash aus Aluminium mit an Bord, sodass, wenn mal eine Bibi in Richtung Objektiv geht, dass das Objektiv nicht kaputt geht, sondern dass es erstmal gegen das Killflash geht. Auch absolut brillant. Dann gibt es noch ein schönes Putztuch zum Putzen und dann haben wir noch zum Schluss eine bebilderte Anleitung in Englisch. Ihr seht also, für 57 Euro ist eine ganze Menge dabei. Kommen wir zu den technischen Details, die blende ich euch auch gleich auf der Seite nochmal ein. Kommen wir zuerst zur Verarbeitungsqualität. Das Gehäuse hier ist aus 6061er Aluminium gefertigt, macht einen richtig soliden Eindruck und auch die Beschichtung ist schön sauber aufgetragen. Haben wir hier ein mattes Schwarz. Das Rotpunkt ist an sich auch sehr robust aufgebaut, muss es auch sein, wenn es aus dem Real-Steel-Bereich kommt. Das heißt, ihr könnt es natürlich ohne Probleme an einer Gas-Blowback verwenden, ohne dass ihr Angst haben müsst, dass sich hier an der Verstellung, an der Einstellung von der Versierung was verstellt. Genau, so rum gesehen. Oder wenn hier mal was gegenhämmert oder gegenkommt, wenn ihr mal irgendwo gegenstößt gegen den Baum, braucht ihr keine Sorge haben, dass hier was kaputt geht. Das ist wirklich sehr solide gebaut. Auch ist es wasserbeständig nach IPX5 Standard. Das heißt, Regen oder kurzes Eintauchen in der Pfütze aus Versehen, alles kein Problem, hält alles dieses Rotpunkt aus. Der Rotpunkt hat zwei MOA, das heißt Minute of Angel, Winkelminute, wie soll ich euch das erklären? Wie viel der rote Punkt auf bestimmten Entfernungen euer Ziel verdeckt. So kann man es sagen. Bei 15 Meter sind es so ungefähr 1 cm, bei 25 Meter sind es 1,5 cm. Bei 50 Meter sind es 3 cm, also perfekt für den Airsoft-Bereich.
Da wir ja mit Airsoft und so nur auf kurze Distanzen schießen, sind zwei MOA einfach absolut perfekt. Und mehr als 50 Meter, denke ich mal, dann geht schon in Richtung Sniper. Und mit dem Rotpunkt sind wir ja so und so eher mehr mit dem Assault Rifle unterwegs. Und da ist hier dieses Rotpunkt mit zwei MOA einfach perfekt. Kommen wir zur Bedienung bzw. zu den Einstellmöglichkeiten von dem Fiatchi V30 Rotpunkt. Da haben wir auf der linken Seite hier diese drei Knöpfe. In der Mitte haben wir den An- und Ausschaltknopf. Links und rechts davon die Möglichkeiten der Helligkeitsverstellung in 10 Stufen nach oben oder 10 Stufen nach unten. Wenn ich hier in die Mitte einmal drauf drücke, ist jetzt das Rotpunkt an. Bewege ich es eine Stunde lang nicht, schaltet sich das Rotpunkt von alleine wieder aus. Eine kleine Bewegung oder Erschütterung und das Rotpunkt geht sofort wieder an. Ist ganz schön sensibel das Ganze. Ich empfehle euch daher, wenn ihr wisst, dass ihr das Rotpunkt nicht mehr verwendet, drückt hier einfach in die Mitte nochmal drauf, dann schaltet es sich definitiv aus. Und wenn ihr das Rotpunkt auf längere Zeit lagern möchtet, dann schraubt hier einfach die Kappe ab und entfernt die Batterie. Und dann habt ihr auf jeden Fall eine längere Betriebszeit, was die Batterie angeht. Rotpunkt habe ich eben angeschaltet. Mal gucken, ob ich für euch den roten Punkt hier mal einfangen kann. Mal sehen. Ich glaube, da kommt er schon, oder? Da ist er. Ja, sieht jetzt natürlich riesig gewaltig aus, weil die Kamera jetzt auf das Rotpunktgerät an sich fokussiert ist und nicht auf den roten Punkt. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Mal sehen, ob es jetzt ein bisschen kleiner wird, wenn ich jetzt näher an die Kamera gehe. Ihr seht, jetzt wird es natürlich kleinerer. Der Rotpunkt hat jetzt, oder besser, die Kamera hat jetzt fokussiert auf die Tischplatte. Ihr seht, es ist kein richtig schöner, satter, roter Punkt. Ist ein bisschen fransig. Und je nachdem, welche Helligkeitsstufen ihr einstellt, umso fransiger wird es. Aber für dieses Preissegment ist es einfach absolut top. Da kann man echt nicht meckern. Und es fällt auch wirklich beim Betrieb nicht auf. Denn man schaut ja direkt eigentlich auf das Ziel und nimmt den roten Punkt nur so sekundär wahr. Und von daher könnt ihr hier auf jeden Fall nicht meckern. Auch so, wenn ihr in den Randbereich geht, ist es immer ein schöner, richtig schöner roter Punkt. Gucken wir uns die Einstellmöglichkeiten an. Rotpunkt muss man natürlich auch einstellen können in Höhe und Seite. Da haben wir hier diese beiden Verstellmöglichkeiten hier oben für die Höheneinstellung und hier für die Seite. Das Schöne, dieses Ganze ist durch eine Kappe geschützt. Und wir haben in der Kappe sogar noch das passende Werkzeug zum Einstellen. Seht ihr hier? Wie so ein Mini-Schlitzschraubenzieher, hier, wenn man das so will. Ich schraube mal die Kappe ab. So, seht ihr? Haben wir jetzt hier die Möglichkeit, die Kappe hier anzusetzen, um das Rotpunkt jetzt klickweise zu verstellen. Und das Ganze wirklich auch so, dass es sich bei der Verwendung nicht wieder verstellt. Gucken wir uns das Zubehör nochmal genauer an und montieren es gleich. Da haben wir hier einmal den Killflash, gefertigt aus Aluminium. Die Wabe im Inneren ist auch aus Aluminium. Da seid ihr auf der einen Seite schon mal geschützt, dass der Gegenspieler euch durch die Reflexion nicht sehen kann. Und das Objektiv ist geschützt für Einschläge, was BBs angeht, in Richtung Objektiv. Je nach Entfernung der Airsoft und Power prallt es entweder hier ab an der Wabe oder bleibt hier stecken. Da seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dass euch das Objektiv nicht kaputt geht. Normalerweise muss man sich das als Sonderzubehör dazu kaufen, hier beim V30 schon dabei. Ebenso wie die Flip-Up-Covers. Die werden hier einfach rangesteckt und dann seid ihr hier schon am Start. Unten einfach kurz gegen drücken, dann flippen die auf. Also seid ihr auch auf den Transport geschützt, dass hier nächste Richtung Objektiv geht. Und das Coole, wir haben hier im Lieferumfang die hohe Montage und die flache Montage, was man normalerweise auch als Zubehör extra kaufen muss. Hier alles beim V30 schon dabei. Und das ist wirklich ein Preis-Leistungs-Killer hier. Bin ich absolut begeistert. Ich habe das V30 nochmal an die SDF-12 montiert, um euch nochmal was Cooles zu zeigen. Mit der hohen Montage sollte das Rotpunkt mal ausfallen, weil die Batterie alles. Könnt ihr durch die Montage weiterhin zielen. Das ist eine richtig coole Geschichte. Ihr seid also immer am Start, auch wenn das Rotpunkt mal aus ist. Und da sind wir auch schon am Ende angekommen von meinem Review hier von dem Fiatchi V30 Rotpunktvisier. Was bleibt noch übrig? Mein persönliches Fazit und meine persönliche Kaufempfehlung. Also ganz ehrlich,
für 57 Euro, was ihr da alles bekommt, macht ihr nichts falsch, wenn ihr auf der Suche nach einem Rotpunkt seid. Hier ist wirklich alles an Bord. Wir haben hier diese zwei Montagemöglichkeiten. Hoch, tief, Flip-Up-Covers, Kill-Flash, zwei Batterien. Dann das Ganze hier auch noch in diesen Hartschalenkoffer. Hier ist wirklich alles dabei. Also wenn ihr einen Rotpunkt braucht, wenn das euer erstes Rotpunkt ist, macht ihr hier wirklich nichts falsch. Das Ganze, wie gesagt, gebaut für den Realty-Bereich, hält das hier auf der Airsoft wirklich ewig. Und wenn man so ein paar Qualitätseinbußen in Kauf nimmt, wir haben keinen schönen, satten, roten Punkt. Und wenn das Ganze hier so ein bisschen an den Rand fährt, verzerrt das Ganze. Aber das fällt wirklich nicht auf. Wir sprechen hier immer noch von 57 Euro und nicht von 200, 300, 400 oder was ich was. Das Teil ist wirklich ein Preis-Leistungskiller. Und von daher geht der Daumen hoch. Großer Dank geht nochmal raus an die Firma Fiacci, dass ich dieses Rotpunktvisier hier für einen Review haben konnte. Hatte ich wirklich nie auf den Schirm. Das war es von mir gewesen. BoostBB2K Airsoft Channel. Ich hoffe, euch hat das Review gefallen. Hat jemand von euch schon so einen Rotpunkt im Einsatz und kann auch ein bisschen was dazu erzählen? Dann haut das mal unten in die Videokommentare rein, sodass die anderen User, die immer noch am Überlegen sind, sich die Infos auch von euch ziehen können und nicht nur von mir. Okay, das war's von mir. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, der klickt mal da oben drauf. Unten gibt es ein weiteres Video von mir. Macht's gut, bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Review. Euer Bruce.